Rein chirurgisch betrachtet wird der Enddarm Krebs meistens auch nach einer Vorbehandlung minimalinvasiv, das heißt durch ein schonendes Operationsverfahren mit dem sogenannten Schlüssellochverfahren behandelt. Der tumortragende Abschnitt des Darms wird herausgeschnitten und die beiden Darmenden werden dann wieder zusammengefügt. Wichtig und entscheidend dabei ist, dass die entsprechende Lymphknotenanzahl auch entnommen wird. Der künstliche Darmausgang kann notwendig sein, wenn die Darmneuverbindung unmittelbar vor der Schließmuskelebene gesetzt wird. Das ist aber nur vorübergehend notwendig, meistens nur für 6 bis 8 Wochen. Dann kann im Rahmen einer kleinen Operation der Darm wieder zurückverlegt werden, sodass eine ganz normale Darmkontinuität wieder besteht. Nach einem Krankenhausaufenthalt von ca. 7 bis 10 Tagen erfolgt meistens eine Reha-Maßnahme. Sollte diese nicht notwendig sein, kann es sein, dass Sie ganz regulär nach Hause entlassen werden und dann in die Nachsorge, regelhafte Nachsorge, übergeben werden. Das führt meistens ein niedergelassener Onkologe durch. Sollte die Chemotherapie notwendig sein, dann wird diese im Anschluss der Operation nach der entsprechenden Erholung durchgeführt. Sollte ein Annus preta, ein sogenannter künstlicher Darmausgang, vorliegen, wird dieser nach 6 bis 8 Wochen zurückverlegt.